Aufmerksames Gucken. Wenn du schon mein Tutorial dir anschaust, dann... Ja, das waren gerade 5 Sekunden. Nein, das Ding nimmt die Nase voll nach unten. Nach oben. Ja, Höhe halten. Wenn du Höhe halten antust, dann resettet sich, glaube ich, auch die Steigrate. Ja. Und wenn du Geschwindigkeit den Knopf drückst, dann resettet sich noch was anderes. Was denn? Die Höhe. Ja. Ja, und jetzt kann ich genüsslich hier sagen, Junge, du darfst schneller werden. So, die Pacific Airlines, die weiß wieder, wie man fliegt. Ne? Ja. Hat so richtig viel Ahnung, was man genau so drücken muss, damit sich nichts resettet, ne? Und warum ist das Ding eigentlich mal wieder... Ich bin neben der... Neben dem Dingen. Das Ding neben dem Ding? Aha, nee, ich bin neben der normalen Strecke eigentlich. Hier, Tim zeigt mir das an. Ja, der müsste das eigentlich automatisch kontrollieren. Der macht aber nicht. Hm. Ich sag doch. Ja, jetzt, wo wir gerade dabei sind, könnten wir auch mal anfangen, über ein Thema zu reden, ne? Ja. Über das Thema, wie fliege ich jetzt wieder auf Kurs? Ja, ich wäre eher für Thema Telekom. Mhm. Wie wär's? Wir können mal, mich würde es mal interessieren, wer alles von euch Telekom hat. Ich hab Telekom. Ja, ich nicht. Na, ja, mein Gott, das betonst du ja auch nicht alle 5 Minuten. Ist was? Ja nicht so. Noch, ja, wenn alle nachziehen, dann habe ich auch die Arschkarte. Ja, schon, aber Telekom wird so viele Leute verlieren. Also ich hoffe es mal. Ja, ich habe jetzt mal glücklicherweise, gut, dass mir das gesagt hat, mal geschaut, was mein letzter, mein monatlicher Verbrauch ist. Ich liege bei 150 GB bei einer 3000er Leitung. Stellt euch vor, ich hätte eine 16000er Leitung, die ja in dem Vertrag mit der Drosselung so mit enthalten wäre bei der Telekom. Und dann hätte ich wahrscheinlich ein Datenvolumen von ungefähr 200 GB im Monat. Das ist ungefähr das Dreifache von dem, was die Telekom mir bereitstellen würde. Ist nicht so, als ob das übertrieben wäre, oder? Wieso kann ich hier nicht lenken? Das Ding ist so scheiße. Du musst auf jeden Fall mal an Geschwindigkeit gewinnen und an Höhe. Ja, ich fliege jetzt manuell. Der Autopilot, gib's aber schnell auf. Mit dem Autopiloten erkläre ich dir nachher nochmal. Der Autopilot, der will nicht einfach auf der Strecke bleiben. Ich fliege voll daneben. Das mit dem Autopilot, das machen wir nachher nochmal mit Hamashi oder so, dann kann ich dir das noch ein bisschen erklären. Jetzt meckert das Ding Geschwindigkeitszug. Leck mich fett. Das sind nur 340. Ja, genau. Mann, wir gehen hier die Kamerasichten aus. Das ist echt blöd. Ich kann den Autopiloten ja gleich wieder anmachen. Auch wenn er nicht so wirklich autopilotiert. Ist das wirklich schon so ein Vorurteil, dass ich immer beim Morgengrauen fliege? So viele Leute haben mir das schon gesagt. Ach, warte mal, 23.000, Schwachsinn, 29.000. Oh mein Gott. Ich habe gerade eine schöne Steigrate gehabt. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich sehe, wie hoch ich überhaupt bin. Meine Damen und Herren, wir haben hier aktuell einige Turbulenzen, mit denen wir zu kämpfen haben. Ich kann mein Steuerkreuz nicht richtig festhalten. Ja, ja. Was ich auch total behindert finde bei der Telekom ist, ne, dass... Das haben zwar schon viele Leute gesagt, aber ich kann es eigentlich nur wiederholen. Als ob jetzt die begründen das ja mit, ja, Internet wird teuer und Glasfaserausbau wird teuer, ne? Ja, hallo, wir sind im Jahre 2013. Wie jetzt ich zitiere mal heiße, die haben geschrieben, vor 20 Jahren, da hätten die es begründen können. Ja, komm, hier, Internet ist teuer, die Bandbreite, aber nicht bitte 20 Jahre später, im Jahre 2013. Ja, ernsthaft. Das ist unbegründet. Vor allen Dingen, es ist ja lange Zeit nicht so gewesen. Wenn das jetzt lange Zeit teuer war, dann kann man das verstehen. Aber es ist ja immer billiger geworden. Halber Kek ist im Rachen. Wenn es dann jetzt so plötzlich so ein Preisanstieg und dann plötzlich alle Leute haben sich daran gewöhnt, unbegrenzt Internet zu Hause und nur unterwegs, kann man es verstehen, aber... Ja.
Dann kann man denen auch nicht mehr helfen. Und ich auch. Also es ist einfach nur lächerlich. Wenn ich mit meiner Popelleitung schon ein Datenvolumen habe, was das von einer normalen Leitung überschreitet, ich dann begrenzt werden soll, nee, ganz im Ernst. An welchem Durchschnitt haben die das bitte festgemacht? An dem weltweiten Internetverbrauch pro Kopf oder was? Weltweiten Internetverbrauch. Nicht an Bruttoinlandsprodukt, sondern wie hieß es denn? Bruttodownstream-Produkt. WIPK, weltweiter Internetverbrauch. WIVPK. Oder so, in die Richtung. Ist ja auch scheißegal. Ja. Ja, kannst du mir jetzt mal eben sagen, wo ich hier sehe, auf welcher Höhe ich bin? So, jetzt hab ich's doch mal hier, warte mal. Warte mal. Da, ich hab's gefunden. Standby-Höhenmesser. Kriege ich das noch hin, dich zu überholen? Ah, so, jetzt habe ich es auch hinbekommen. Mensch. Ich habe natürlich 23.000 Fuß eingetreten. Ich habe den Knopf gefunden, den ich umlegen muss. Welchen? Da ganz links ist so ein GPS-NAFK-Kopf. Ja, den meine ich doch. Den muss auf GPS stellen. Jetzt habe ich ihn. Habe ich das nicht eben schon mal gesagt? Doch, aber ich habe gedacht, du meinst was anderes. Na, wow, es gibt ja auch so viele GPS-NAFK-Schalter. Jetzt muss ich. Ja, du könntest jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben hier. Warum nimmt das Ding denn so die Nase in den Himmel? Ich habe gesagt, eine Höhe von 28.000. Warum geht das Ding jetzt auf 30.000 und steigt immer weiter? Ah, ich muss den Schalter dann wieder einmachen. Also irgendwas spinnt gerade bei meinem Autopiloten rum. Mein Ding nimmt immer mehr die Nase nach oben. So, jetzt habe ich es doch. Also, die Probleme sind beseitigt, jetzt immer auch auf unserer Höhe. Ja, ich nicht. Guck mal, wo ich gammel. Das Ding nimmt immer mehr die Nase nach oben. Gammler hier. Und ich krieg den FD nicht mehr aus. Warum geht der Flight Director nicht aus? Hallo? Den brauchst du nicht ausmachen. Du bist zu hoch. Jetzt ist es ruhig. Aber ich kann den nicht ausmachen. Musst du ja auch nicht. Du musst erstmal den Rest ausmachen, oder? Kannst ja, hab ich ja, aber es geht immer noch nicht. Dann drück auf Z. Z. Jetzt ist AP an. Und jetzt bin ich gut, hoch. Jetzt öffnet sich Antivir erstmal. Ja, ich habe gerade eine Höhe von 32.000. Du musstest eigentlich auf 29.000. Das hättest du ja eindrehen können. Ja, habe ich ja auch. Ich wollte eigentlich auf 28.800 fliegen. Oh, wow. Da hinten sehen wir schon die Berge um Bhutan. Ich fliege jetzt einfach mal ganz cool rumflackern. Scheiß drauf. Ach, habe ich das Fahrwerk eigentlich eingefahren? Ja. Ja, müsstest du. Ja, man weiß ja nie, was ich so vergesse, ne? Ja, leider. Aber ich freue mich schon gleich auf die Landung. Jetzt lehne ich mich erstmal zurück, halte hier meinen schönen Knüppel fest, nicht? Machst du mit der Trimmung, das reicht doch. Dann kannst du. Aber mach doch zumindest Höhe halten an. Ansonsten ist es. Ja, die Höhehaltung hat ja nicht funktioniert. Echt? Ja, so schwer ist das jetzt nicht. Das Ding fliegt ja von selber. Geradeaus. Hier sind ja auch gar keine Turbulenz, da fällt mir gerade auf. Keine Turbulenzen, aber Wind. Obwohl hier ist eigentlich auch kein. Warte mal, ist hier Wind? Ja, hier ist Wind. Wir ignorieren jetzt einfach das Geschwindigkeit zu hoch-Symbol unten rechts in der Ecke. Ja, nee, ist nicht so, dass du jetzt mir ein bisschen nahe kommst gleich. Es geht noch. Aber wenn du so auf 4 Meilen bist, dann kannst du eigentlich Geschwindigkeit auf. Ich bin wieder so hoch. Sturzflug! Oh Mann. Ja, da kann man verstehen, dass Sebastian sich beschwert. Warum? Das ist doch hier wie ein Tarnon. Nur ein bisschen größer, ein bisschen. Nein, größer. Jonas, nein. Du musst es verstehen. Das Scheiße bauen ist halt auch nicht immer so cool. Was heißt hier Scheiße bauen? Guck mal, die Leute haben es bis jetzt überlebt. Welche Leute? Deine Fluggäste oder deine YouTuber? Beide. Also beide sind lädiert. Beide. Die Gäste hinten drin und die
Die können mir vorstellen, dass die nur wahrscheinlich die Atemmasken aufgesetzt haben, die Kotztüten, Schwimmweste schon an, Fallschirm schon an und stehen schon alle an der Türe, aber mehr leben tun sie noch. Ist ja so. Hast du den EMB Series Mod? Was für ein Mod? Diesen EMB Series Mod. Mein FSX ist noch jungfräulich, da sind 3-4 Flugzeuge dazu gekommen. Ja, du musst den EMB Series Mod echt mal holen, der sieht so gut aus. Müsstest du ja bei meinen Videos sehen. Ja, irgendwie deine Videos sehen nicht wirklich so aus wie meine. Ja. Warum meckert das Ding eigentlich bei fast 400 Knoten, dass ich zu schnell bin? Da jetzt einfach mal, dass ich nachher mich über den Descent Pass auf 10.000 Fuß descenden lasse, weil ansonsten hänge ich wahrscheinlich in den Bergen drin. Am besten ist, stell mir das so vor, nehmen wir mal an, ich fliege, ja? Irgendwohin. Nehmen wir mal an, Terroristen übernehmen das Flugzeug, ja. Der Pilot wird erschossen und die nehmen mich, weil ich ganz vorne sitze als Pilot. Ich weiß nicht, ob den Terroristen das dann so lieb wäre. Ich glaube, die könnten selber besser fliegen als du. So, jetzt nehmen wir Geschwindigkeit raus. Ich habe aufgeholt. Ja, gut. Gut, dann schaue ich mal, wo du so bist. Nein, es ist wieder die falsche Sicht. WTF. Und jetzt kommt wieder dieser coole Matsch. Und flupp, man, ich fliege über die ganze Welt. Und jetzt da bin ich, in meinem festen Beobachter. Mal gerade oder nachher mal in die Tastaturbelegung schauen und sonst ist es irgendwie, das sieht ja richtig schäbig aus. So. Muss eigentlich mein Top of Descent, muss ich mal gerade schauen. Es ist relativ spät. Naja, der Anflug wird sowieso chaotisch. Lol, die hat ja nur links so ein Joystick hier, die ja, der Airbus. Die anderen haben ja in der Mitte so Dinger. Fällt dir jetzt das so? Welcher Entwickler hat denn daran gedacht? An was gedacht? Ne, das steht nachher. Man weiß ja nicht, wer das hier alles guckt. Nicht hier auch mal so ein paar coole Gimmicks? Ne, irgendwie nicht. Blöd. Ich glaube auch nicht, dass mein Flugstil sehr effizient hier ist. Nee, glaube ich auch irgendwie nicht. Ich gebe Vollgas mit fast 4 Knoten, jetzt habe ich wieder fast halbiert. Okay, nee, nicht halbiert, ich bin jetzt bei 280 gerade gewesen, das ist ja nicht wirklich die Hälfte, aber... Ja, doch schon einiges weniger. Was hast du für eine Platz Geschwindigkeit? Drin. Warte, ich schau mal gerade, Mach 0,79, also 305. Okay, gut, ja, dann bin ich da jetzt auch bei der Geschwindigkeit. Ich könnte aber eigentlich... Gibt's gar nicht mehr so viel Platz wie in der 707, Mann. Die 707 ist noch geil, musst du mal reinziehen. Irgendwann, wenn ich's hochlade. Gibt's gar keinen so coolen Engineer-Seat. Machen die Piloten alles selber. Voll schade. Das hier eigentlich... Hier ist ein Knopf für WLAN. Ah, lustig. Ernsthaft? WLAN. Ja, da steht WLAN drüber. Warum auch immer. Wage zu bezweifeln, dass es das WLAN ist, was wir beide meinen. So, wie viel haben wir eigentlich noch? Ein bisschen. Ich sehe von mir ganz viele Berge.